Hallo hier Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. Sind bei 136 Seelen gerade mal. Ich glaube, damit kann ich den Kriegsherrn nicht aufrüsten. Abwehrbelohnung. Oh, 56 Seelen, das ist auch geil. Nehmen wir das mit. Gold, nochmal 86 Seelen. Mal gucken, ob wir den jetzt verbessern können. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, mal die ganzen anderen Klassen freizuschalten. Werden wir auch noch machen, nach dem PvP. Ich habe gerade irgendwie Bock auf PvP. Eine Rüstung dazu, yay! Oder machen wir PvP? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na, vielleicht machen wir auch hier weiter. Komm. Wir holen uns noch ein paar Klassen. Bestehe den Test des Anführers. Kling, 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 kling. Oh, das hört sich so geil an. Ich denke, mit dem neuen Main-Team, was ich habe, genau, das Quick-Farm-Team, werde ich die ohne Probleme selbst mit Kriegsherr 1 oder Kriegsherr 2 killen können, ne? Dann machen wir mal Kriegsherr 1. Ich denke, das sollte jetzt nicht allzu unmöglich sein. Auch wenn die natürlich hier immer gewisse Stat-Punkte haben, aber... Ja, kreischt mal rum hier. Kreischt immer hier rum. Ah, da war noch ein extra Turn. Okay. Dann hab ich verkackt. Oh, man sieht ja, die Gegner schmelzen hier so schnell weg. Habe ich da ernsthaft einen Schädel übersehen? Habe ich da ernsthaft gerade... Oh, bin ich dumm gerade, ganz ehrlich. Eieieiei. So, rot machen wir mal zu lila, würde ich sagen. Zack. Dann... Au. Mal auf damit, Alter. Das sind meine ganzen Lieder in den Bausteine gewesen. Hätte alle mitgenommen, der Penner. Und der hat meinen Links gekillt. Okay, ich werde es nicht auf Kriegsherr machen. Alter, geh mir nicht auf den Sack, Junge. Warum? Weg mit dir, du Lappen, Wenn noch einmal lila. Und dann könnte ich langsam mal was machen, wenn ich dran wäre, du Lappen, Alter. Was ist das denn für ein Spaß? Ach, halt die Fresse, ey, du Fotze. Ist das behindert, Alter? Ohne Scheiß, ey. Was das alles ist, ey. Äh, 16 Schaden. Der Schaden wird durch alle zerstörten gelben Edelsteine verstärkt. Mal 10. Für jeden gelben Edelstein gibt es mal 10 Schaden. Sind es 2 Edelsteine, macht er 36 Schaden. Sind es 3 Edelsteine, macht er 46 Schaden. Ist das lächerlich hohl, Alter. Ohne Witz, ey. Ist das hohl. Ja. Was soll ich dazu sagen? Außer es ist hohl. Ey, holt er den nächsten Schädel ran, wenn ich die anderen versuche wegzumachen. So ein Dreck aber auch. Komischerweise ist es irgendwie immer nur braun, ne, doch nicht rot. Immer nur braun, das ist das gute mögliche Ziel, was ich hier nutzen kann. Gut, Team ist stark. Aber nicht so stark, dass wir es mit Kriegsherr machen könnten. Na, die Klassen, diese ganzen Klassen-Dinger sind so heftig stark. War heftig schwer. Bestehende Test des Himmlischen. Ich meine, ich habe fast 4000 Power.
bin unendlich stark und der Typ hat mich trotzdem easy gekillt, Alter. Na gut, was heißt easy? Er war fast auch down, aber trotzdem hat er mich gefühlt easy gekillt. Gut, dass er so tanky ist, Mann. Mann, Head muss so viel aushalten. Besteht den Test der Heilung. Haben wir mich erstmal die Quests erledigt. Die Herausforderung, ne, die können wir halt erst machen, sobald wir Level 150 sind. Haben wir herausgefunden. Boah, jetzt steht ein Mana, das ist so behindert, dass immer ein Mana fehlt. Achso, das geht ultra langsam, wenn ich hier drin bin in dem Menü. Verstehe, verstehe. Warum? Macht gar keinen Sinn. So. Sehr gut, ich glaube daran, dass das alte Priestertum wieder lebt. Nur vergiss nicht, dass ein echter Priester sowohl folgen als auch anführen muss. Und obwohl sie eine gewaltige Macht beherrschen, müssen sie diese stets mit Mitgefühl nutzen. Der Priester! Na, dann schauen wir uns die Klasse mal an. Der Held erhält plus 8 Leben, der Held erhält plus 2 Magie, der Held zählt als ziemlicher für den Teambonus und läutere alle Verbündeten, gibt allen anderen Verbündeten Stab von Sankt Astra. Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich die Edelsteinbeherrschung verbessern? Tatsache. Okay, nice. Naja, die Waffe ist trotzdem noch besser. Aber, ne? Nächste Stufe freigeschaltet hier. Es gibt hier verschiedene Eigenschaften. Alle Verbündeten werden 2 Punkte jeden Zug geheilt. Das ist natürlich auch krass. Okay, auf geht's zum nächsten. Wald der Dorn, ne? Also, du möchtest lernen, was es bedeutet, ein Bogenschütze zu sein? Du bist sehr weise, wenn du dafür nach einer Waldnymphe suchst. Wir nutzen zwar nicht den Bogen, jedoch sind wir gewissermaßen selbst der Bogen. Höre zu, dann werde ich dich lernen, was ich weiß. Lass dir von Rowena die nötigen Geheimnisse bei, um ein Bogenschütze werden zu können. Bestehe den Test des Zielens. Die ganzen Klassen freischalten. Wird ja bestimmt nicht allzu schwierig werden. Gut, ich war noch nicht so oft wirklich dran und er hat mich schon wieder meinen Gegner und meinen Viech gekillt. Schädel kaputt machen! Gegner kaputt machen. We'll cut you down.
Das Zeichen des Jägers. War schon heftig. Die 104 Erfahrung besteht den Test der Befiederung. Silvani Mora. Ich kenne nur Silvana. Sieht alles unattraktiv aus. Schade, dass ich das normal machen muss. Aber irgendwie sind mir die bestehenden Tests der Konzentration. Diese Tests sind so unglaublich schwer. Aber ist auch klar, kriegst du eine Klasse als Belohnung, die halt wahnsinnig gut sein kann. Je nachdem, worauf man Wert legt. Schon wieder so verkackter Gnome, Alter. Ganz unten das feige Dreckstück. Das war ungünstig, dass er einen extra Charm bekommen hat. Da waren nämlich ganz schön viele Braune gewesen, die ich ganz gerne genutzt hätte. Boah, warum geht das so langsam? Das ist behindert. Zwei Diamanten. Naja. Besteht den Test des Bogen. Mir wäre Gold lieber. Ich will die ganzen Königreiche auf Maximum haben. Damit ich auch mal was zur Gilde beitragen kann. Auch mal Millionen Gold in der Woche spenden kann. Um Aufgaben zu erledigen. Mana Surge. Ist auch doof. Mana Surge. Das ist Schrott, ich würde es nicht machen, Alter. Na, ist die nächste Klasse freigeschaltet. Du bist schon ein guter Bogenschütze geworden, aber es gibt immer noch viel für dich zu lernen. Vergiss nie, dass der Bogen aus vier Dingen besteht, die miteinander harmonieren müssen. Bogen, Schnur, Pfeil und die Befiederung, die du mit deinem Willen und genügend Konzentration führen musst.
Ich weiß, dass du es nicht vergessen wirst. Und jetzt übe, übe, übe. Hm, 16.000 Gold. Woher? Kann mir eh wieder keiner erklären. Hier vorne. 4 Attacke, 2 Magie, 11 und füge im Fall 11 Schaden zu und entferne alle Edelsteine einer der Mana-Farben des Feindes, um die Wirkung zu verstärken. Nicht schlecht. Aber es ist nicht doof, wenn ich die natürlich auch benutze, ne? Ich muss mir die ganzen anderen Klassen ja ein bisschen schlecht reden, damit ich die nicht auflevel bin. Alter, an dem für ihn erstellen kann man 50% Chance, dass Schädelschaden tödlich ist. Okay. So, was gibt's denn hier Schönes? Na, ich hätte erst die Links aufleveln sollen. Die ganzen Königreiche. Alter! 135 Seelen, oh, ist klar. Oh, ein Hängeleben. Da. ...15 Königreiche kann ich aufrüsten. Eins nach meiner Leute, ganz entspannt. Aber der Tribut an sich erhöht sich ja nicht, ne? Der bleibt ja gleich. Nur wenn ich das als Königreich festgelegt habe, habe ich halt die Chance auf doppelte Belohnung. Maugrim war schon 5 gewesen. Erstmal auf 5 bringen. Dann haben wir erstmal alles wieder einheitlich. Und schöne Edelsteinbeherrschung kriege ich hier überall dazu. Natürlich noch mal alles verbessert. Oh, 6.000 Gold habe ich noch. Alter, wie viel Gold? Ich weiß nicht, wo ich das ganze Gold wieder herbekommen habe. Kein Plan mehr. So, jetzt nochmal auf 3, ja? Dann geht's leider mit 4. 2.000 Gold. Eine weitaus höhere Tributchance überall wieder. Ja. Was haben wir hier Schönes? Post? Revanche-Belohnung? Nee. Und nochmal 100% XP-Bonus. Immer wieder. Gibt's für den Tag, den man gewinnt in der Gilde. Ne? Gildenkrieger. Gibt's dann immer wieder den XP-Bonus. Und wir gewinnen anscheinend jeden Tag aktuell. Ah, hier, das ist unsere Punkte, das ist glaube ich die Gegner-Punkte. Können wir mal gucken. Verteidigung, Tag. Ach so. Unterschiedliche Tage. Kann ich dich ändern, Alter? Kann ich gar nicht mehr ändern. Hm, okay, das startet gerade, das kann auch sein. Kämpfen wir einfach mal. Oh, wir sind zum Beispiel, ach, ist egal. Sind jetzt bei 19 Minuten. Machen wir ein paar Minütchen länger. Vor allen Dingen erstmal voll ab wieder mit Milliarden. Mit Milliarden Magie. Nein! Au. Nochmal blau zu lila. Dann sind die erstmal weg. So. Sparen wir uns den Skill erstmal für die Runde.
Easy gewonnen. Jeder hat gerade die Fähigkeit ready. Das sieht immer sowas von krass aus. Und es gibt 2500 Gold, 857 P, 33 P, 500. Unglaublich krasses Zeug. Okay, nice Sache. Gut, jetzt machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War. Bis dahin. Ciao.